Geht, oder? Läuft. Alright, sagen die Leute. Kurze Bike zwischen. Berichterstattung von unserer Plusradl oder besser gesagt von der Dame da hinten vom Plusradl, von Vicky Regen. Sie fährt ja das Conway, was ich fahre, in S. S sind 40 Zentimeter Rahmen her. Das sind glaube ich 15er, glaube ich, in Zoll, glaube ich, ist das, gell? So 14, 15. Ist jetzt über ein Jahr alt, eigentlich ganz ein guter Zeitpunkt, um einen Bericht zu geben. Zum Bike vorab, es ist alles original, bis auf Vorbau und Reifen. Alles andere ist komplett so original am Berg und auch so ausgeben worden. Inklusive der Sattelstütze. Da hat es eigentlich nichts zu. Sie ist jetzt ein Jahr am Weg, Sattellaufleistung rum. Ich glaube, das Radl hat dann die 3.500 Kilometer und zig Höhenmeter auch durchs Gondeln und so. Und ja, 200.000 wird es schon haben, oder? 250.000 hätte ich jetzt geschätzt dürfen, Meter. Und läuft einwandfrei. Also kann man nichts sagen. Was ein bisschen Sache ist, die Shimano Öffach, ja, braucht ein bisschen mehr Pflege wie das Ram Öffach. Sie ist jetzt nicht so, dass man sagt, stabil oder so gespannt wie das Ram. Aber wenn man da ein bisschen nachschaut und so, dann funktioniert das. Man muss sie ja dann auch immer sperren, dass man wirklich den Hebel da nimmt und zurücklegt auf Bahn, dann ist der ganze Werfer unten auch gesperrt und dann schlagt es nicht mehr. Service hat es bis jetzt noch gar keinen gehabt, also weder Gabel noch siehst was. Wie gesagt, es ist alles so blieb. Fährt sehr super sauber, die Felgen haben keinen Seiten und keinen Höhenschlag. Okay, ein paar Kaltverformungen sind nicht ausgeblieben, aber ansonsten läuft es. Aber sie fährt auch echt mit relativ wenig Luftzeit. Richtig, also luftmäßig ist die Wiki, seht ihr, ist da also komplett unten. Ich glaube mit 0,5 oder 0,8 und man tut mal so ganz, ganz wenig wie andere am Fatbike. Und macht einfach aus, dass da 50er Felgen oben sind. Die laufen super cool, diese Blackjacks da. Also echt eine coole Sache. Federweg? Bremsen wolltest du machen. Genau, Bremsen wollte ich machen. Sind die normalen XD oben, ist eine Kolbenanlage, vorne 203 ebenso am Berg und hinten ein 180er ebenso am Berg. Also echt ganz cool überlegt und ausklügelt. Gabel 140 mm, ganz die einfache. Also die kann man wirklich nur Rebound einstellen und die Druckstufen bis zum Sperren und halt komplett offen. Und läuft auch einwandfrei, wenn es ein bisschen Wartung kriegt. Sogar der Sattel ist original geblieben, der hat ja passt, das muss man echt sagen, ist ein Wahnsinn. Ja. Mir passt ja auch ganz gut. Und hat auch nie Probleme gemacht, dass man sagt, die Verarbeitung war so, weil er doch jetzt gescheit im Betrieb war. Was mir da ganz gut gefällt bei dem Bike, das ist natürlich als Geschmackssache, die Kabelzüge sind draußen. Jetzt hat man immer die Möglichkeit, dass man jederzeit sieht, was mit den Kabel los ist und sie ganz einfach tauschen kann. Das ist echt eine super Sache. Ich fahre jetzt noch 3 Tage am Weg mit dem Bike. Wir haben jetzt 2 Tage kurz Shuttle, pro Tag 6000 Dürfenmeter. Und heute sind wir treten noch mit knapp so 1300-1400. Hat es einige jammern, also ich muss sagen, wenn nur das Bike daheim stehen würde in der Garage, dann braucht man gar nicht überlegen, was man so nimmt. Genau, wir mögen diese Enduro, hat es voll gern. Das ist dann total. Die Geo ist sowieso super, die Oversized Frame mit den 2,8er Waffen. Wie ihr seht, die haben noch super Platz auf der Seite, also da gibt es genug Reifenfreiheit. Und die kannst du sogar mit 29 plus fahren, also 3,0 war ebenso möglich. Schläft da ganz leicht durch. Ja, das war mal ein kurzer Zwischenbericht. Ich hoffe, es bleibt auch so mit dem Zwischenbericht von den Bikers das nächste Mal. Weißt du, was sie kosten? Ja, was hat das neu gekostet? Ich glaube, das hat neu so ein bisschen über 2000, glaube ich, gekostet. Oder 2300 ungefähr in den Dreh. Und meins war ein Low Budget, das blaue, was ich vor, das hätte damals gekostet, UVP 1600. Also das kann ich euch in der Infobox mal verlinken, das Video. Genau. So Martins Blauen, das gibt es ja auch schon. Genau, leider werden sie aber nicht mehr gebaut. Kann wird dieses Segment eingestellt, weil einfach die Nachfrage zu gering war, mit denen auch geredet, ob es da Auflage geben würde, etc. Das ist natürlich eine Wirtschaftlichkeitsrechnung. Gell. Und dieser Enduro-Hartel-Markt ist einfach ein Randbereich. Und viele sagen halt, ja, was soll ich mit so einem Hartel-Luft fangen, kostet natürlich auch Geld, dann kaufe ich für ein paar Euro mehr gleich eine Fulle. Und aber man hat halt deutlich mehr Wartung. Klar, und wir müssen sagen, diese Bikes, also wenn wir wegfahren, das ist echt der Wahnsinn. Da ziehst du in der Früh die Ketten mit und durch, ölst die Ketten, ölst die Gabel und das Rad läuft schon wieder. Mhm. Also von dem her ist das wirklich ein Wahnsinn. Wobei im Fully natürlich die ganze andere Geschichte zuerst mit Lager etc. Ja, vielleicht googelt ja noch eins gebraucht rum, wenn ihr wirklich danach seid. Genau, oder ein paar Hersteller haben da was liegen oder so und einfach schauen im Netz. Aber mir verzapfen echt komplett, sind die Bikes, was wir fahren, die funktionieren auch und die bei den Hartel da. Darf man echt nicht jammern, also wirklich, lass echt gescheit krachen, gell?
und hat ihn nie eigentlich enttäuscht, so ziemlich. Ja, genau. Gechillt da oben, also entspannt. Und schon, wie gesagt, dass es nicht mehr gibt, aber ich finde es cool, dass wir in einer Zeit leben können, wo harte so Geometrie haben, weil vor 10 Jahren sind die ersten rausgekommen. 2013 haben wir die On-One angefangen, da haben sie es noch angeschaut in Duro-Harte, was ist denn das jetzt für ein Blödsinn, und dann ist das mehr und mehr geworden. Und ja, von denen her eigentlich echt ganz was Cooles und halt einfach im Alpinenbereich gefällt es uns gut, weil es die langen Uphills super schluckt und dem Downhill man eh nicht so schnell ist und mit der Plusbereifung einen Wahnsinnsgrip hat. Ja, das ist mega. Also wirklich ein Wahnsinnsgrip. Sie fährt vorne die Minion-Bereifung 2.8 und wir fahren Schwalbe. Genau, in die Petra haben wir Schwalbe mit der Wachenbühne-Mischung, mit der Soft. Und hinten fährt sie ein Schwalbe mit der blauen Addix Speed Grip Mischung. Perfekt, hat ein bisschen mehr Luft drin, weil sie ist dort beim Springen dabei durchschlagen. Ja. Wenn sie was dazu noch wissen wollt, in die Kommentare. Wenn es was Besseres wird, ebenso in die Kommentare. Und wenn sie was sagen wollt, auch in die Kommentare. Wir freuen uns auf jeden Fall. In diesem Sinne, ciao. Tschüss.